Ich fasse mein Glück noch gar nicht. Bill und Tom Kaulitz von Tokyo Hotel sind bei mir. Zoe Wies, hallo. Elif ist bei mir. Hi. Hallo. Schön hier zu sein. Willkommen. Wahnsinn. Christopher Severin und Henning von Anne Mai Kantereit sind zu Gast bei Couch zu Couch. Liedergut. Hallo, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Liedergut. Music made in Germany. Dein Name war ja immer cool und hat für wirklich gute Musik gestanden. Also die Szene weiß ja, was du so kannst. War das dann für dich so, dass du dir raussuchen konntest, wen du wolltest? Also ist das für dich leicht? Hast du gesagt, hey, ich bin die Elif, ich will jetzt irgendwie Hip-Hop machen oder ich weiß irgendwie, ich würde gerne mit dem arbeiten und mit dem. Ging das dann so einfach oder nee. War das für dich auch ein Prozess? Also weißt du, wie können wir uns das vorstellen? Ich muss mich hier korrigieren, weil bevor die Bee Gees da waren, war Joker F da. Okay. Ich habe den GEMA Autorenpreis gewonnen. Ja, den Nachwuchspreis. Und an dem Abend habe ich Joker F getroffen und meinte zu ihm, ich will unbedingt mit dir zusammenarbeiten. Und er meinte, okay, komm vorbei. Und das war auch genau die Zeit, nach dem Lehmautorenpreis bin ich krass in Burnout gefallen. Ich so voll fertig, saß bei ihm auf der Couch und das Erste, was er gemacht hat, ist, dass er mich voll gelabert hat, dass ich so nicht mehr weitermachen kann. Er meinte, Elif, du musst deinen Stil verändern. Du wirst damit, was du jetzt machst, nichts reißen. Du kannst viel mehr, du hast viel mehr Potenzial. Und ich habe ihm nur zugehört. Dann hat dich das ja voll zurückgeholt. Also dann hat dich das ja voll, dieser Match, ne? Und dieses Album hat dir ja eigentlich dann voll die Energie zurückgegeben und die Richtung. Also es ist ja, boah, das... Ich glaube, man lebt von Erfolgserlebnissen. Also wenn du einmal so richtig hinfällst und Burnout hast und dann eigentlich dich wirklich nicht mehr bewegen kannst, gab Tage, ich konnte nicht mehr aufstehen. Und ich hatte auch so ein bisschen Angst vor dem Alter 27, weil es ist ja so diese berüchtigte 27 als Künstler und so, das ist das Alter, wo viele abgekratzt sind und so. Und ich war so, boah, wirklich ohne Spaß, wenn ich jetzt nicht an mir selbst arbeite, dann werde ich wirklich Probleme haben. Und ich wollte auch nicht mehr einfach so durchs Leben gehen, deshalb, es war schön, dann auf dem Weg, als ich die Therapie gemacht habe, langsam so Erfolgserlebnisse zu haben, dass ich geile Songs geschrieben habe, dann immer mehr Leute mitbekommen haben, was für Songs ich geschrieben habe und ich dann dadurch zu anderen Produzenten gehen konnte. Mhm. Und so eine Produzenten wie Judy oder Young Mesh kamen erst ganz zum Schluss dazu. Und das fand ich auch krass, weil der Corona ist, bekomme ich von der Außenwelt nicht so viel mit, bekomme nicht mit, wie viele Leute gerade meine Songs hören oder wie viele Leute mich kennen. Und einer vom Label hat mich letztens angerufen und meinte, Elif, ich glaube, du bist mit deinem Kopf noch so wie vor einem Jahr. So klein bist du gar nicht mehr. Also als Künstler. Aber mir ist es eigentlich egal, ich bin einfach Elif und ich mache weiter einfach. Einfach Studio und so tun, als wäre man ein Kind und würde spielen. Das ist am besten. Ja, Mach das am besten für immer. Ja, das ist ja eh alles, der ganze Ruhm und der ganze, alles, was da drumherum passiert. Ich weiß nicht, ob das... Darauf kommt es ja nicht an, es kommt ja auf die Kunst an. Ja, wie krass, so auch mutig, dass du gesagt hast, ja, ich mache auch so eine Therapie und ich kümmere mich so. Das war ja eine alleine Entscheidung, oder? Hast du da, oder ist dann Familie und dies, oder warst du wirklich allein damit? Also es gab auf meinem Weg so immer wieder Leute, die über Jahre hinweg gesagt haben, Elif, du solltest vielleicht mal eine machen. Okay. Und ich habe das so ignoriert. Meinte sie, ja, nee, ich komme damit alleine klar, ist nur eine Phase. Nee, ist eben nicht. Wenn du irgendwann Angst hast, morgens aufzustehen, weil du nicht mehr weißt, wie du dich fühlst, dann ist das wirklich sehr, sehr ernst. Und es, bei mir war ein ganz klares Muster, dass wenn jemand aus meinem Leben gegangen ist, sei es beruflich oder privat, du konntest mich nicht ansprechen. Das ist so ein Trauma irgendwie, diese Angst, allein zu sein und so. Es war so groß, das hat mich gelähmt. Und es, so wie es halt ist im Berufsleben, aber halt auch privat, Leute kommen und gehen. Und es kann nicht sein, dass mich das so aus der Bahn wirft. Und jetzt bin ich einfach viel sicherer, ich kenne mich besser, ich weiß, warum ich diese Gefühle habe. Und stürze mich jetzt auch nicht zum Beispiel in die nächste Beziehung. Es gibt ja so Leute, die keine Pause machen zwischen Beziehungen. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Also, und das hatte ich eben auch. Ich hatte immer einen Freund und konnte nicht so gut alleine sein. Und mutig finde ich auch eine Therapie machen, aber noch mehr finde ich es verantwortungsvoll. Weil wenn du Konzerte absagen musst und dein Team irgendwie hängen lässt, dadurch, dass es dir gesundheitlich nicht gut geht, kannst du nicht einfach sagen, ey Leute, ich sag Konzerte ab und ich bin jetzt zu Hause, sondern ich habe das abgesagt, habe mich bei allen entschuldigt und habe gesagt, ich fange eine Therapie an. Ich habe das sehr ernst genommen. Also die haben das auch mitbekommen, dein nahes Umfeld. Genau. Und es war auch manchmal komisch, weil es gab ein paar von denen, die meinten, wie glauben dir das nicht?
Also ein paar Musiker meinten dann so, ja, du hast die Konzerte abgesagt, aber was mit unserer Kohle? Da habe ich auch gesagt, ey, Digga, ich verdiene jetzt auch gerade auch nichts daran. Soll ich mir jetzt einen Attest holen oder was? Also ich weiß nicht, wie ich das regeln soll, weil als Künstler ist man ja auch selbstständig. Und das fand ich so ein bisschen fahrlässig auch von denen. Und das ist schwierig, eine so, wenn du Depression hast, das zu erklären, so dass es dir schlecht geht, weil ich sehe jetzt auch nicht, ich sah nie mitgenommen aus. Aus. So ein bisschen, wenn man so ein paar Fotos anguckt, so von mir, es gab Phasen, wo ich mal besser aussah, mal schlechter, aber ich habe einfach gute Haut. So, und ich bin auch ein optimistischer Mensch, aber trotzdem hatte ich das ja. Eure Mama hat ja auch ganz schön was mitmachen müssen mit euch, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Die hat total was mitmachen müssen. Gab es mal einen Punkt, wo sie gesagt hat, Jungs, ganz ehrlich, es reicht? Nee, total. Also klar. Unsere Mutter kam auch oft heulend nach Hause. Ich habe das auch im Buch geschrieben. Sie war alleinerziehende Mutter zwischendurch. Dann Tom und ich, wir hatten es wahnsinnig schwierig in der Schule. Und dann war es natürlich so, sie musste jeden Tag zu irgendwelchen Klassenkonferenzen und Vorladungen, Elternabend und so weiter. Und jedes Mal kam sie nach Hause und dachte, das mache ich nur mit denen. Und ja. Ich weiß, dass sie immer geheult hat und dachte, wie kriege ich das hin, dass sie in der Schule bleiben, dass sie die Schule zu Ende machen, weil wir waren so solche Freigeister und haben immer Musik gemacht und waren auch zu zweit, hatten wir so ein starkes Auftreten, dass wir uns auch hingesetzt haben und gesagt haben, ach nee, wir gehen ab morgen nicht mehr. Mit der Schule, so, ja. Und dann saß sie da und dachte, was mache ich denn jetzt? Wenn die gehen dann morgen nicht mehr. So. Und natürlich hatte sie auch Momente, wo sie dachte, krass, irgendwie so, ne, auch ohne Vater und ohne Vaterfigur, wie kriege ich das alles hin und so. Und sie hatte schon auf jeden Fall schlaflose Nächte oder als es darum ging, machen sie die Schule zu Ende. Das war so kurz bevor der Song rauskam. Da weiß ich noch, hat sie im Internet geguckt, wo kann ich die beiden hinschicken, was können die machen, weil wir haben schon gesagt, ey, wir bleiben hier nicht mehr lange. Ne? Also bald ist das vorbei, wir machen das noch ein Jahr mit, aber wir machen hier nicht unsere Schule zu Ende, wir müssen hier weg von dem Dorf und so. Und klar, da lag sie nächtelang wach und dachte, um Gottes Willen, ey, hoffentlich landen die nicht irgendwo auf der Straße. Euer neuer Nein. Song, ne? Ist der perfekte Song für die neue Germany's Next Staffel, muss ich wirklich sagen. Absolut perfekt. Super, danke. Und in der Zeit dazwischen, als ihr dann nochmal neu kamt, euch auch neu erfunden habt, neue Musik gemacht habt, waren ja viele erstmal gefremdelt natürlich, ne? Weil einfach ganz neu, aber ihr habt ja auch ein ganz neues Leben begonnen. Und jetzt bei diesem Song, White Lies, ist es wirklich so, dass das, finde ich, total schlüssig ist. Also wir lieben diesen Song, wirklich. Super, wir lieben ihn. Wir spielen den auch voll oft und auch privat hören wir den. Und cool. Das wollte ich euch unbedingt sagen, weil ich so merke, dass das so richtig ankommt bei den Leuten, dass die es richtig feiern. Also dass die das war auch, das ist auch echt ein, also als wir mit Vitali uns getroffen haben und die Idee kam, dass wir was zusammen machen und einen Song Vitali. Zusammen machen. Vitali, unser Lieblingsrusse, oder? Der ist ja im Moment richtig, richtig heiß. Also jeder schwärmt so von ihm. Wir haben total geklickt und wir haben sofort, also wir waren eigentlich gar nicht verabredet, um einen Song zusammen zu machen, sondern wir waren eigentlich zum Schreiben verabredet. Weil Vitali macht ja nicht nur Sachen für Weiß, sondern er ist ja auch Produzent und Songwriter und macht ganz viele Projekte. Und wir waren eigentlich verabredet, um Songs zu schreiben. Ja? Und bei Bill und ich, wir schreiben ja auch nicht nur für Togetail, sondern auch für andere Leute. Und wir wussten noch gar nicht, für wen schreiben wir jetzt überhaupt einen Song, bla bla bla. Und dann haben wir einfach so gut connected. Wir hingen tagelang erstmal ab, ohne irgendwas zu schreiben, weil wir nur Computerspiele gespielt haben, Pizza gegessen, rumgehangen, gequatscht, getrunken, gesoffen. So. Und haben eigentlich gar nicht groß was gemacht. Und dann die Tage darauf, nachdem wir so geklickt haben, haben wir dann, glaube ich, 4-5 Songs direkt rausgehauen. Ja, wir haben so viele Songs dann zusammen gemacht. Aber so in einer halben Stunde irgendwie. Genau. Das war so, das hat einfach so geklickt. Und dann ist er irgendwann mit der Sprache rausgerückt und hat erzählt, dass er riesen Tokyo Hotel Fan ist und angefangen hat, Musik zu machen wegen Monsoon. Genau. Das heißt, er hat sich dann eine Gitarre gekauft und hat angefangen und war riesen Fan, als er klein war noch und aufgewachsen ist. Und wir so, ach so, okay. Und in dem Moment haben wir uns natürlich noch mehr verliebt. Ja. Wie alt ist denn Vitali? Vitali ist 36, genau. Der war eigentlich ein bisschen alt für einen Tokyo Hotel Fan. Ich habe da nämlich auch nachgerechnet und ich so, okay. Arne Bastian. Und er so, ja, ich weiß, ich war schon eigentlich ein bisschen alt. Aber er hat mit seinem Bruder das irgendwie total gefeiert und so. Er kam ja mit 14 nach Deutschland und war dann ein Riesenfan irgendwie und fand das irgendwie so toll und hat immer unsere DVDs geguckt und so weiter. Und das wussten wir gar nicht erst. Das hat er uns erst nicht gesagt. Aber jemals war White Lies dann auch der Song, wo wir gesagt haben, also
das war dann der Schlüsselmoment, dass wir einen Song zusammen machen müssen und wo sich das auch so geil anfühlte, diese Weißwelt zusammen mit Tokio, weil wir auch das Gefühl hatten, es ist auch in dem Song, der Song ist passend, passen unsere beiden Welten auch so perfekt zusammen irgendwie und beides ist drin und du hast die Gitarren und die Bridge mit den Drums und so und dann kommt der Drop, der typische Weiß-Drop und so, das hat geil gepasst einfach. Und dann kam Topmodel auch und das kam irgendwie alles so gut zusammen, ohne, wir hatten keinen Major-Plan, ne? Wir hatten auch vorher nicht überlegt, dass wir dieses Jahr dann irgendwie den Song da machen und so, ne? Das war nur, Heidi kam dann ins Studio, sie hat dann den Song gehört und sie so, ach, ich suche sowieso noch einen Song, der wäre doch mega für den Opener. Und dann kam das irgendwie so ganz organisch zusammen alles. Weil die sieht so gemütlich aus, dass ich fast fühle, als würden wir beieinander sitzen. Ja, stimmt, bei dir sieht es auch richtig toll aus. Ich bin hier gerade im Studio, da wo ich auch, in diesem Raum habe ich auch Control geschrieben. Genau in diesem Raum. Da kommen wir direkt zum Punkt. Ja. Das ist ja dieser Song, ne? Control ist der absolute Hammer. Also könnt auch irgendwie Leona Lewis oder Adele oder so singen, wäre kein Problem. Danke. Der hat so eine Kraft und klingt so international und du bist so, erzähl mir bitte ein bisschen von deiner Geschichte und vor allem von diesem Song. So, Control, also das war tatsächlich auch die erste Songwriting-Session, die ich in meinem ganzen Leben hatte. Also mit Songwritern richtigen. Und ich bin so ins Studio gekommen, ich war ein bisschen unter Druck, weil ich hatte noch nie eine Songwriting-Session und ich hatte so ein bisschen Angst und so. Aber ich hatte halt Emma, also Waves, Emma Rosen und René Müller und die beiden sind so lieb und wir haben uns sofort verstanden und dann habe ich mir so den Tag davor so richtig viele Gedanken gemacht, worüber will ich überhaupt schreiben, weil ich will also meine Musik irgendwie als Form von Therapie sehen, wenn ich schon eine Songwriting-Session habe und das mit so coolen Leuten machen darf, wollte ich, dass das mir hilft und auch anderen und dann habe ich Control über meine Vergangenheit, über meine Rolando-Epilepsie geschrieben und damit mit dem Song sage ich auch Danke an meine Grundschullehrerin, weil sie immer für mich da war und auch im Krankenhaus, auch nicht in der Schule, sie war immer erreichbar und das ist halt auch nicht selbstverständlich, dass jemand sich so viel Zeit nimmt und deswegen habe ich einfach mit Control Danke gesagt. Ist da deine Grundschullehrerin, ne? Du sagst ja eben, ist sie einfach so ein toller Typ, dass man sich einfach so auf sie verlassen kann oder hattet ihr beide so eine besondere Connection? Also das war auf jeden Fall eine sehr besondere Connection zwischen uns, weil ich halt die einzigste Schülerin war, sie war halt auch meine Klassenlehrerin und ich war die einzige Schülerin, die halt eine Krankheit hatte und so Krampfanfälle bekommen hat. Und deswegen, also sie war halt mein Zuhause in der Schule. Und auch wenn ich so einen Anfall hatte oder so, dann wollte ich halt auch nie nach Hause gehen, weil sie war irgendwie mein Zuhause und ich habe mich so wohl gefühlt, obwohl man ja normalerweise dann schnell zu seiner Mama möchte danach. Aber ich bin immer in der Schule geblieben, wir hatten auch einen Gruppenraum, wo ich danach so nach dem Anfall dann halt einfach entspannen konnte und dann hatte sie mich immer im Arm, meine Hand gehalten und ja. Das war eine sehr Wahnsinn. Du hast eben das so schnell gesagt, klar, für dich ist selbstverständlich. Die Krankheit heißt Rolando-Epilepsie. Genau, ja. Hatte ich davor noch nie gehört. Erzähl mal, was ist das für eine Krankheit und was macht das mit einem? Also die Krankheit Rolando-Epilepsie ist so eine Kindheitsform von der Epilepsie und da kriegst du halt auch so Krampfanfälle. Und das fängt dann immer so an, dass so die Wange taub wird und das Zahnfleisch, bis du dann halt nichts mehr spürst und dann halt den Krampfanfall bekommst. Und das bringt halt natürlich auch so, du kannst halt nichts dagegen machen. Tabletten kannst du nehmen, aber die Anfälle können trotzdem kommen. So, du willst die Kontrolle nicht verlieren, aber du kannst halt auch wiederum nichts machen. Das heißt, du musst lernen, damit umzugehen. Und fällt mir bis heute noch schwer, weil ich immer noch so Anxiety-Attacks habe, wegen der Krankheit. Weil ich immer so spüre, okay, meine Zähne werden taub, aber es ist halt nichts, weil ich bin halt beim Arzt gewesen und ich habe nichts mehr. Also in meinem Kopf ist alles cool jetzt. Ich habe einfach immer noch die Anxiety-Attacks und deswegen Control. Jedes Mal, wenn ich so eine Panikattacke im Bett habe, dann höre ich Kopfhörer Control. Das Album 12, das neue, das ist ja ein Zeitzeuge-Album von der Ist-Zeit. Und ist ein ganz intensives Album, wenn man sich das durchhört. Man soll es, so ist die Anweisung von euch, bitte in der richtigen Reihenfolge sich anhören. Ist das korrekt? Ich glaube, das ist schon richtig, ja. Ja, wir haben uns da schon jetzt bei dem Album auf jeden Fall sehr viel bei gedacht und haben da, also da ist uns die Reihenfolge irgendwie wichtig und wie du auch meinst, das ist irgendwie ein intensives Album, was man, wo wir glauben, dass man das gut am Stück hören kann, so und dann erschließt sich einem vielleicht da ein bisschen mehr und deshalb haben wir da gesagt,
ist geil, wenn ihr das von vorne bis hinten durchhört, aber man kann natürlich auch sich einzelne Songs rausnehmen. Genau, ich glaube, wir freuen uns, wenn man das in der richtigen Reihenfolge hört, weil für uns hat das Album halt irgendwie drei Teile, die zusammengehören und es ist nicht einfach nur Song, 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 Single, Song. Und dadurch, dass dieser erste Moment, wo irgendwie klar, okay, ihr dürft jetzt nicht mehr arbeiten, ab nach Hause mit euch, irgendwie Schock. Dann atmet man so Stück für Stück wieder ein bisschen auf, weil man irgendwie merkt, okay, irgendwie wird es schon weitergehen. Und dann kommt aber nochmal so ein bisschen die bittersüße Wahrheit am Ende, dass man irgendwie merkt, ja, so richtig weitergehen tut es irgendwie nicht. Es ist so ein bisschen Salami-Zeit gerade, immer so zack, zack, zack. Und ich glaube deswegen, diese Gefühle, die gehören ja zusammen, die kommen ja auch nacheinander. Und das war uns irgendwie wichtig, dass man nicht denkt, okay, jetzt haben wir hier einen Song, jetzt haben wir noch einen anderen Song und der Song dreht sich jetzt darum, sondern wir haben probiert, über die Gesamtlänge einfach ein Gesamtgefühl einzufangen und nicht zu sagen, dieser Song steht für das, sondern die gehen alle in die gleiche emotionale, wie sagt man, die finden alle im gleichen emotionalen Raum statt irgendwie. Und das war uns wichtig. Gut, Henning, dann lass uns mal starten. Ihr habt ja eine Stunde Zeit bei Liedergut. Dann beginne bitte mit dem ersten Song. Also den ersten Song, das Intro, das habe ich eingespielt bei Markus Ganter an einem desinfizierten Klavier mit einer Glasscheibe zwischen uns. Man kennt das so aus Studios. Das war so ein bisschen absurd, weil das dann irgendwie nach Tagen der erste Mensch war, den ich wieder gesehen habe und dann nur durch eine Glasscheibe. Und beim Intro haben wir den Moment drin gelassen, in dem ich mich ans Klavier setze und mein... Ich schalte erst nochmal kurz. Ich muss mal kurz von vorne anfangen. Weil wir probiert haben, immer diese Momente mit aufs Album zu nehmen und das kein geschriebener Text war, den ich da rausballer, sondern eher eine Impro. Wir haben immer gedacht, lass uns die Momente einfangen, die auch spontan entstehen. Okay, und dann beginnt das Album mit dem Song Gegenwart, ne? Intro. Wie geht's weiter? Achso, Entschuldigung. Dann geht's weiter mit So wie es war. Ich glaube, wir haben, ich hoffe, ich täusche mich nicht, noch nie ein A-Cappella-Stück veröffentlicht. Wir mussten erstmal kurz, glaube ich, so ein bisschen Soul-Core-mäßig unsere Stimmung verarbeiten. Deswegen so wie es war als An My Kantereit Jungs Chor. Und dann kommt Gegenwart. Und ich denke, das ist so einer der ersten wirklich digitalen Songs, die wir geschrieben haben, also die einfach nur digital entstanden sind. Also wir haben uns nicht gesehen dafür. Und das hat sich immer weiter aufgebaut. Irgendwie Severin hat dieses ganze Instrumental gebaut, vorproduziert. Chrissy und ich haben die ganze Zeit probiert die, im richtigen Vibe Instrumente dazu zu spielen. Und meine Stimme auf dem Track Gegenwart, das sollte man vielleicht nach dem Hören sagen. Also wenn der Song schon gehört wurde, könnte man sagen, die Stimme wurde mit dem iPhone, mit dem Handy aufgenommen. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr mehr Videos wollt, dann abonniert sehr, 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 sehr gerne unseren YouTube-Kanal. Gebt uns einen Daumen hoch und ein Like und kommentiert und umarmt uns und küsst uns, so wie wir euch. Bis ganz bald, eure Audrey. Fertig? Warst du schon? Umantwortet mir keiner.